Die Simple Show erklärt den Mauerfall. Das ist Florian. Florian ist Schüler und besucht seinen Großvater Harald in Berlin. Dort entdeckt er in der Wohnzimmervitrine ein Stück der Berliner Mauer. Harald hat es vor 20 Jahren aus der Mauer geklopft, als Erinnerung. Weil Florian nichts über den Mauerfall weiß, erzählt ihm Harald alles. Nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg 1945 verloren hatte, wurde das Land in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Jede dieser Zonen wurde von einer der alliierten Siegermächte verwaltet: USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Die Reichshauptstadt Berlin lag inmitten der sowjetischen Besatzungszone und wurde ebenfalls zwischen den Alliierten aufgeteilt. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Uneinigkeiten zwischen der Sowjetunion und den weiteren Siegermächten. Die Sowjetunion vertrat die sozialistische Weltanschauung. Die USA und die weiteren westlichen Staaten standen hingegen für die freie Marktwirtschaft. Es kam zum Ost-West-Konflikt. Am 23. Mai 1949 wurde aus den 3 westlichen Besatzungszonen die Bundesrepublik Deutschland, BRD, gegründet. Am 7. Oktober 1949 entstand aus der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Beide Staaten standen in engem Verhältnis zu den Bündnispartnern, aus denen sie hervorgegangen waren. Plötzlich gab es innerhalb Deutschlands nicht nur eine Landesgrenze, die beiden Staaten hatten auf einmal auch politisch ein angespanntes Verhältnis. Durch die unterschiedlichen politischen Systeme gab es auch erhebliche Unterschiede in der Lebensqualität und den Lebenshaltungskosten. Weil viele DDR-Bürger in den Westen zogen, wurde ab 1952 die innerdeutsche Grenze bewacht. Zum Überqueren der Grenze brauchte man nun eine Genehmigung. Mit dem Zuspitzen des Ost-West-Konfliktes schottete sich die DDR dem Westen gegenüber immer mehr ab. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 wurden letztlich alle Straßen und Gleise zwischen Ost- und West-Berlin abgeriegelt. Und in den nachfolgenden Tagen wurde die Berliner Mauer errichtet. Sie trennte West-Berlin von Ost-Berlin und der DDR. Harald lebte damals in Ost-Berlin. Wie viele andere war auch er mit den Lebensumständen in der DDR unzufrieden. Bürgerrechte wie Meinungs-, Reise- und Demonstrationsfreiheit wurden missachtet und Menschen überwacht und bespitzelt. Auch wirtschaftlich ging es der DDR immer schlechter. Im Herbst 1989 gab es immer mehr friedliche Proteste der Bürger. Am 7. November demonstrierten schließlich über 1 Million auf dem Berliner Alexanderplatz. 2 Tage später, am 9. November, verlas Günter Schabowski im Fernsehen, dass Genehmigungen für Privatreisen in die BRD ab sofort kurzfristig und direkt am Grenzübergang erteilt werden. Daraufhin eilten tausende DDR-Bürger zu den Grenzstationen, um auszureisen. Die unvorbereiteten Grenzsoldaten öffneten aufgrund des Ansturms noch in dieser Nacht die Übergänge der Berliner Mauer. In den folgenden Tagen überquerten tausende DDR-Bürger die Grenze nach Westdeutschland. Erst ein Jahr später war die deutsche Wiedervereinigung rechtsgültig. Doch der Fall der Berliner Mauer, die 28 Jahre Symbol für die Trennung der beiden deutschen Staaten war, markierte den ersten großen Schritt zur Wiedervereinigung. Auch Harald überquerte damals die Grenze und freute sich, seinen Sohn Sebastian wiederzusehen, der in West-Berlin lebte. Und damit Florian diesen Tag nicht vergisst, schenkt ihm Harald sein Stück Berliner Mauer aus der Vitrine.